Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pac-Man, Tag Nummer 15. In der letzten Folge habe ich mich mit einem Boss angelegt, den ich eigentlich gar nicht besiegen brauche und habe dadurch viele Pac-Man verloren und sogar noch weniger gekeimt als verloren. Unsere roten Zahlen sind jetzt definitiv in den roten Zahlen, also wir haben wirklich wenige rote. Und das ist ein Umstand, der mir nicht gerade gefallen mag. Was, 14? Haben wir hier so viele? Ach, da hinten. Ah, okay. An der Todesstelle von vielen Blumenpigmen sind neue gekeimt. Das ist interessant und das ist auch gar nicht so verkehrt. Dann haben wir direkt nochmal ein paar rote Pigmen da. So, als erstes möchte ich diesen blöden Bullbär besiegen. Und ich werde jetzt einfach mal wirklich auf Nummer sicher gehen und dafür sorgen, dass das Vieh auch wirklich richtig angegriffen wird. Und nicht nur so halb. So, erstmal Gras. Denn wir brauchen Stärke. Und für Stärke braucht man natürlich Gras. Ist ja ganz klar. Lass mich raten, hier kommt jetzt kein Nektar raus. Oh, Mann. Den brauchen wir doch aber. Oh, ich hoffe, die ganzen Frösche und sowas sind nicht wieder da. War das nicht hier? Da ist noch eine Blume. Irgendwo hier war doch eigentlich das Graszeug, aber egal. Achso, die Steine hier kann ich natürlich auch benutzen. Das war eine Menge Pigmen. So. Dann kriegen hier die restlichen noch Blumen. Noch einer ohne Blümchen. Ne, ihr seid alle mit Blumen, das ist gut. Okay, das ist nicht so gut. Olima? Danke. Nicht seitlich, nicht seitlich, nicht seitlich. Komm drüber, komm drüber, komm drüber. Komm zurück. Komm mal zurück. Der war nicht gut. Ah, hier ist theoretisch noch. Der Nektar verschwindet ja, glaube ich, nicht. Gut, brauchen wir aber gerade nicht. Gut, so liegt er sowieso ein bisschen besser. So können wir direkt hin und... Kommt! Nein! Es fängt schon wieder an. Was? Was? Ich habe doch schon vorher gerufen. Mann! Dieses blöde Vieh geht mir gerade mächtig auf den Sack. Und gibt mir auch mächtig auf den Sack. Du denkst, du kannst schlafen? Dann wird dein Arsch gerusht und schon... Schon wirst du nicht mehr einpennen hier. Es war dein letzter Schlaf. Dein finaler Schlaf. So, alles klar. Anstatt Final Fantasy, Final Sleepery? Keine Ahnung. So. Final Sleepery 13. Kommt her. So. Die roten werde ich nämlich erstmal depostieren hier. Deponieren, wie auch immer. Und nehme mir mit den gelben mal ein paar Bomben mit. Nicht ganz so viele. Warum habe ich überhaupt so viele ausgewählt? So, danke. 10, die mit mir rüberkommen. Damit wir uns hier die Steine schnappen können. Und die anderen dann, mit den anderen nehme ich mir da hinten die Steine. Und dann müssen wir genug für alle Tore haben, die hier so rumhängen. So, und ihr jetzt auch noch. Wow! Wow! Oh, das sind ja Steine! Gut, alle Zähne, das ist gut. Ey, gut, die haben alle Zähne. Damit können wir jetzt erstmal hier rechts das Tor aufspringen mit einem. Warum habe ich die eigentlich nicht mit Bombensteinen angegriffen oder so? Nein! Mann, das wollte ich nicht.
Das wollte ich machen. So, nimm dir einen Stein. Danke. Nimm dir auch einen Stein. Gut, das war doof gemacht. Ich habe echt verlernt, dieses Spiel zu spielen, habe ich das Gefühl. Heute ist nicht so mein Tag. Beziehungsweise, jetzt ist gerade nicht meine Stunde, habe ich das Gefühl. Denn vorhin ging es ja noch. So, das Tor ist erstmal offen. Schön, schön, schön. Dann gucken wir mal hier längs. Da haben wir auch noch ein Tor gehabt. Nicht nur, dass wir hier noch ein Tor haben. Wir haben ja hier auch noch ein paar Steine. Das heißt, sollten wir hier jetzt noch viel, viel mehr Steine brauchen. Als nur drei. Dann haben wir da definitiv genug. So. 1, 2. Boom, boom. Und 1, 2. Boom, boom. War hier nicht noch ein Tor, was man so... Nee, wegbomben muss man hier kein Tor mehr. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Und brauchen jetzt, glaube ich, wirklich keine Bomben mehr erstmal. Jedenfalls nicht hier. Deswegen packe ich die mal zurück. Dann sind die Bomben ja sowieso noch in der Nähe. Dann holen wir hier mal die ganzen roten raus. Und holen dann auch die roten noch aus der Zwiebel. Und werden die dann auch nochmal zu Blumenpigment machen. Denn wir haben noch eine ganze Menge Gegner, die wir besiegen müssen. Damit wir überhaupt an den nächsten... Dings kommen. An die nächsten Teile. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass die Frösche alle dann irgendwie später wieder da sind. Und ich mir jetzt gerade irgendwie alles verbaue, weil ich da auf der Seite noch nicht alles mache, quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich müsste jetzt theoretisch hier links weitermachen, damit sich das gerade gelohnt hat. So. So, kommt alle her. Ah, es waren noch nicht ganz alle. Oh, hingefallen. Oh, zwei sind hingefallen. Und das kurz hintereinander. Super. So. Bataillon, kommt mit. Dann guck mal, was wir hier Feines haben. Oh, da ist ein Puffy Blowhawk. Oh, nö. Das habe ich aber nicht gewusst, dass der hier ist. Das ist mir neu. Das war blöd, gemacht. Von der Seite ist auch ein bisschen doof. Ich weiß, man hätte hier auch außen rumgehen können, aber... Hallo, wie weit kommst denn du? Ist ja doch ein bisschen anders als das, wie ich es gesehen hatte, muss ich zugeben. Oh, der Puffy Blowhawk geht mir gerade ein bisschen auf den Zeiger. Er selbst kann halt meine Pikmin nicht töten, aber er kann ihnen halt die Blumen wegpusten. Wo habe ich jetzt schon wieder 5 Pikmin verloren? Das gibt's doch nicht! Jedes Mal verliere ich auf unergründliche Art und Weise Pikmin beim Kampf gegen Bulbears. Obwohl die nicht mal irgendwie was machen. So, dann könnt ihr den erstmal nach Hause tragen. Und auch die ganzen Sachen. Denn wir müssen unsere Zahlen erhöhen. So. Und ihr könnt dann das nehmen. Das ist auch schön in Rot. So, dann haben wir nämlich... Da oben ist ein Teil. Und dafür brauchen wir den gelbe. Aber dafür möchte ich erstmal hier... Den zum Beispiel noch aus dem Weg räumen. Und eigentlich dachte ich, sind das hier so ganze Familien davon. Also so habe ich das in einem anderen Let's Play gesehen. Ich weiß nicht, ob die Gegner vielleicht immer irgendwie random generiert werden, sodass halt in jedem Playthrough andere Gegner überall rumstehen. Das ist natürlich alles sehr gut möglich, dass ich mich gerade total zum Affen mache, weil ich denke, ah, ich weiß, was passiert. So, weißt du was? Ich schmeiß mal einen dahin. Ruf ihn zurück. Es tanzt ein Biberbutzemann im Kringelreis herum. Fiddlebum. Nein, 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 das macht ihr nicht, das macht ihr nicht, das macht ihr nicht. Du kommst bis wohin? Bis dahin. Okay, alles klar. Die hat schon wieder das Interesse verloren. Das war nicht gut vom Nektar her. So. Glaube ich jedenfalls. War das gut? War das nicht gut? Naja, hätte besser sein können, denke ich. So.
Und macht ihn fertig. Das waren wieder einige. Das waren 6 Stück. Die sterben immer einfach. Wahrscheinlich liegt es daran, es gibt so einen Glitch, wo die Pikmin einfach unter den Boden gedrückt werden, weil das halt so ein großer Gegner ist. Und ich glaube, das ist das, was uns die ganze Zeit immer passiert, wo ich mich dann immer drüber aufrege, warum denn bitte schon alle meine Pikmin sterben. So, wie gesagt, also da an der einen Stelle, da brauchen wir gelbe. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber an der einen Stelle brauchen wir gelbe. Und die werde ich mir jetzt holen. Ich werde das Teil wahrscheinlich nicht mal mehr schaffen in der Zeit. Es könnte aber passieren, dass wir es doch hinkriegen. So, 21. Kommt hierher. Nicht die Steine, nicht die Steine, nicht die Steine, nicht die Steine. 21 müsste sogar ausreichen. So. Dann nehme ich euch nämlich mit. Und ihr werdet erstmal hier hochgeworfen. So, und dann gehe ich mal über dieses lustige Labyrinth hier hoch. Dahin. Und hierhin. Und zu euch. Genau. Und dann muss ich euch da hochwerfen. So. Das sieht gut aus. Dann fange ich das Ganze nochmal von vorne an, um den richtigen Weg zu gehen. Die Frage ist, was ist der richtige Weg, ne? Oh, das könnte zeitlich auf jeden Fall ziemlich knapp werden. Also das Teil kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich kann es auf jeden Fall eine ganze Ecke näher holen. Denn da ist meine UV-Lampe. Das Problem mit diesem Gerät besteht darin, dass das Licht manchmal zu grell ist. Jedes Mal, bevor ich das Licht in das Licht schaue, muss ich meine Sonnenschutzvisionett aufsetzen. Oh, das war blöd. Genau. Ey, wieso landen die denn jetzt nicht auf der Kante? Warum ging das jetzt bis nach da oben, meine Pfeife? Muss ich nicht verstehen, oder? Naja, egal. Gut, dann darf ich jetzt nochmal von Anfang an laufen. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Also nach Hause getragen kriegen sie es nicht, aber... Ach. Ja, natürlich. So, dann gehen wir hier lang. Gehen wir da lang. Dann kommen wir hier hin. Sind wir dort. Ich wollte euch nicht wieder runterholen. Runterholen? Nein! Oh, ey, das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr, oder? Ey, wieso fallen die denn immer da runter? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, jetzt macht das Ding auf, weil sonst kommt er nicht mehr hoch. Ey, diese gelben Pikmin, ne? Die regen mich gerade ein bisschen auf. Ich wollte gerade sagen, klettert bitte auch ja alle jetzt da hoch. Ihr seid stupide, ganz ehrlich, ihr seid so stupide. Blöde gelbe Pikmin. So, dann gebe ich mal die gelben Pikmin ab. In die Zwiebel. Und werde jetzt die ganzen schönen roten Blumen hier sammeln. Denn viele von denen sind Blumen. Wo gehen die hin? Was machen die? Was machen die? Sind die blöd? Das ist nicht eure Zwiebel. Die wollten gerade alle mit in die gelbe Zwiebel. Habe ich irgendwo noch einen rumstehen? Da ist einer reingepflanzt. Ne, okay. Also anscheinend ist die US-Version irgendwie ein bisschen schwerer als die hier. Jedenfalls was die Bulbears angeht. Weil da sind eigentlich wirklich ein paar wesentlich, also wirklich ein paar mehr. Und die eine Blume bleibt noch eingepflanzt, weil ich die zeitlich nicht gekriegt habe.
Ist lustig gefunden, wenn sie jetzt immer noch auf die gelbe Zwiebel geeicht gewesen wären. Wieder kein Teil gekriegt. Aber dafür eine ganze Menge Bulbears aus dem Weg geräumt und zwei Wände eingerissen. Ist etwas, es ist etwas. So, jetzt muss ich mich aber langsam wieder ranhalten, denn jetzt habe ich nur noch 4 Tage über. Nee, 4 Tage? Was rede ich da? 6 Tage habe ich immer noch über. Trotzdem, morgen muss sich lohnen. Morgen muss sich definitiv lohnen. 15 Tage seit Absturz. Königinblume. Wenn ich Pikmin in diese Blume hineinwerfe, so werden sie als Samen wieder freigegeben. Ich habe diese eigenartige Pflanze Königsblume getauft. Königinblume genannt. Die Farbe der Samen entspricht der Farbe der Blumen. Und so kann man dann die Farbe von Pikmin ändern. Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt, aber jetzt habt ihr das hier nochmal gehabt. Gekeimt heute 61, im Kampf verloren immer noch 33. Weil unterm Boden gedrückt oder so, ich habe keine Ahnung. Fehlende Teile 9, verbleibende Tage 15. Wir haben also 6 Tage noch über. Nicht 4. Mathe und so. So, beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich 2-3 Teile vielleicht nach Hause kriege. Aber ich würde an der Stelle erstmal sagen, wär's das mit dieser Folge von Let's Play Pikmin. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der HBK und sage an der Stelle mal Tschüss. Bis dann.